Ja, hallo meine Freunde, ich möchte euch auch wieder heute Ermutigung geben. Und zwar geht es heute um ein Thema, das uns auch als Christen immer wieder beschäftigt. Und zwar, wenn wir Gott im Alten Testament lesen, wenn wir sehen, wer im Alten Testament ist, dann bekommen wir oft nicht das komplette Bild von dem, wer Gott wirklich ist. Was ich damit meine, ist Folgendes. Wir sehen Gott im Alten Testament oft als zornigen Gott, der bestrafen will, der Krankheiten bringen will und dergleichen. Und die Realität ist, dass wir da leider nicht das komplette Bild bekommen, von dem, wer Gott der Vater wirklich ist. Was ich damit meine, ist, wenn wir Jesus im Neuen Testament anschauen, hat er einige Statements gemacht, die sehr mächtig sind. Und zwar hat er gesagt, der Vater und ich sind eins. Er sagt zu seinen Jüngern, wenn du mich gesehen hast, dann hast du den Vater gesehen. Er ist auch der eingeborene Sohn Gottes. Er ist derjenige, der Gott auf der Erde 100% repräsentiert und genau so ausschaut wie sein Vater im Himmel. Und das ist wirklich eine mächtige Aussage, denn Jesus sagt damit, alles was ich tue, sehe ich den Vater tun. Alles was ich denke, was ich sage, würde der Vater denken und sagen oder denkt der Vater und sagt der Vater. Das heißt, Gott und Vater im Himmel sind eins, das wissen wir. Und dadurch haben wir jetzt einen ganz anderen Blickwinkel. Wenn wir das Leben Jesus anschauen auf der Erde im Neuen Testament, hat er geheilt, hat er freigesetzt, Dämonen ausgetrieben, hat er Menschen aus ihrer Misere rausgeholt, hat Frauen auf Augenhöhe mit Männern gestellt. Das war ganz, ganz erstaunlich, wie Jesus agiert hat. Und das hat aber alles nur gemacht, weil sein Vater im Himmel genauso ist. Das heißt, wir müssen, wenn wir das Alte Testament lesen, es durch den Blickwinkel oder beziehungsweise mit einer Brille lesen, und zwar diese Brille heißt Jesus, dieser Blickwinkel ist Jesus, denn nur dann verstehen wir, dass Gott der Vater auch im Alten Testament ein liebevoller Gott war, der für seine Kinder gekämpft hat, der gut ist, durch und durch gut ist, in dem kein Böse ist, kein Böses ist, keine Gedanken sind, die nicht gut sind. Und dann bekommen wir erst richtig das Bild. Und das ist ganz wichtig, dass wir das tun, sonst verdrehen wir Gott oder wir sehen Gott den Vater als anders als den Sohn. Und das löst dann eine unangenehme Spannung oder eine schlechte, ungesunde Spannung in uns aus. Deswegen möchte ich euch einfach Mut machen, wenn ihr auf Gott den Vater schaut, dann müsst ihr zuerst auf Jesus schauen, der sich offenbart hat auf der Erde und dann schauen wir seinen Dienst an. Dort, wo Jesus aber wirklich stark gearbeitet hat oder kritisch war gegenüber dem religiösen Geist, gegenüber den Pharisäern, die Schriftgelehrten, die Gott missrepräsentiert haben. Und Jesus hat sie immer wieder vor den Kopf gestoßen und gesagt, ihr seid nicht die Kinder Gottes, ihr missrepräsentiert uns in dem Fall. Sonst war Jesus immer liebevoll und hat Menschen aus ihrer Misere herausgeholt, hat sie freigesetzt. Das ist Jesus, das ist der Vater und das ist der Heilige Geist. Die drei sind eins. Und damit möchte ich euch einfach segnen.